Wir versuchen es erneut. Hallo, willkommen. Immer noch Pokémon. Yay. Kein Schnarren diesmal, ja? Ja. Genau. Gerade eben so lustig. Wir machen eine Sekunde. Hey, du schnarrst. So, das Pokémon-Haus. Ja, sieht sehr nach Pokémon aus, finde ich. Also, dürfen wir das erste Pokémon fangen, das wir finden? Bitte lass es ein gutes sein. Vulcano? Pokémon? Na, was ist es? Was ist? Slimog. Radikal. Das ist so traurig. Aber diese weißen Balken, ich glaube, die bedeuten sogar, dass ein stärkeres kommt, oder? Oder zumindest, dass es ein verdammt hohes Level hat. Also, ja. Ich will das Radikal aber nicht haben, ehrlich gesagt. Radikal ist einfach... Ich weiß nicht, ist doof. Hyperzahn ist nicht schlecht, aber das war's auch. Wobei, es hat Adrenalin, müsste es haben, oder? Wenn es Statusveränderungen hat, dass es stärker wird. Ich habe eine Idee, was ich machen kann. Ich kann versuchen, es zu fangen. Vielleicht hat das ja eine Beere dabei. Das hat nämlich das letzte Mal, dass hier so ein Radikal gewesen ist. Das hat einfach mal eine Citrobeere getragen. Ja, beim Trainieren von Tilo war das, glaube ich. Genau, das war, als wir Tilo am Grinden waren. Oh, Ding, Ding. Oh, Mann. Mhm. Und dann machen wir dich halt ein bisschen schwächer, du Radikal. Carly. So, das. Da haben wir Radikal. Schön. Ja, ich ein Radikal Arme bietet dich quasi an, oder? Carly. Guck mal, Carlo. So. Ja. So, ja, dann wird es nicht so einsam in der Box. Fluchtseil. Ein verfluchtes Seil. Achso, Schutz und so. Ach, ich merke gerade, das Radikal gerade eben war Level 36 oder so. Ja, also wirklich hoch. Also kannst du, selbst wenn jetzt mal wieder irgendein stirbt, kannst du relativ schnell wieder was ins Team packen. Das erstmal und zweitens bringt der Schutz nichts. Obwohl gegen solche kleinen Ratfratz. Konntest du dich einsetzen oder was? Naja, Schutz hilft ja nur, wenn das gegnerische Pokémon niedrigere Level hat als das, was ich vorne an den. Ach so, ja. So, wenn du mit Erika rumrennst. Achso, gibst du ihm das Schutzband für diese Zeit halt auch noch. Genau, das ist eine Idee. Das Schutzband. Damit dürfte dann der Großteil der wilden Kämpfe schon mal. Ich glaube auch, das 36 war relativ. Was ist das für? So viel dazu. Flucht unmöglich, ich glaube, es hagelt. Das Teil ist schneller als Erika. Tja. Oh. Was? Ah, 32. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Deswegen meinte ich ja. Ja, ein anderes Viech war, ne? Genau. So. Deswegen meinte ich, wie diese weißen Balken kommen, da gibt es ja auch Slimox. Deswegen dachte ich, das sind Slimox und Smogmox, aber vor allen Dingen auch. War da oben nicht ein Typ? Wie bitte? Gerade im unteren Stockwerk war da oben nicht ein Typ? Ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht genau hingeguckt. Ich glaube, wenn du nach unten links gegangen bist. Lumanda. Das ist passend. 33 Erika. Toll. Gucken wir, ob wir jetzt hier halbwegs durchkommen, aber wohl. Ein Buch. Ich kann nicht lesen. Alex, du musst vorlesen. Nein. Toll. Ich finde auch jeden Tag neue Pokémon. Ich finde sie alle scheiße. Weißt du Mewtwo Story? Oder Mew? Ich weiß nicht. Beide, glaube ich. Story von beiden. Schutz wirkt nicht mehr. Übrigens kein Schutz, das ist Superschutz. Dieses Spiel ist nicht akkurat. Bin ich von unten oder von oben gekommen? Ich lauf mal kurz runter. Ich glaube, da war einer oben. Oben links. Genau. Ich denke auch öfters mal, dass ich ein Geist bin. Was? Was soll das gerade? Gegenseitig Bedroher. Irgendwie bin ich gerade froh, dass Erika so Spezialangriffe hat. Oh, warte mal. Das hat jetzt gerade den Kreideschrei verwendet, ne? Ja, das wäre gefährlich, glaube ich. Genau. Ja. Hier, Kopf und so. Die Statue lassen wir. Du bist so schlau. Yo, Intelligent. Da. Genius halt, ne? Top-Trank. Yay. War ja nicht auch noch mal ein Item.
Nein, yay! Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mew geboren. Ich dachte, es war ein Klon. Das kenne ich auch, wenn... Oh, Level 38 Vulnona. Ja. Okay. Puh. Dazu. Tschüss. MFG. So, gibt's hier unten was Interessantes? Der Sohn von Horst heißt auch immer Horst 2, glaube ich. Horst 2. Oder wenn so ein Wild, wenn Pokémon halt Nachwuchs machen, nicht. Ich weiß nicht, warum ich die denn anders nennen würde als die originalen Pokémon. Das, macht das Sinn? Weil es anders aussah, glaube ich. Ah, ja, genau, die Schalter gab es ja noch. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wie diese Türen aufgingen. Das ist nochmal zum Lesen. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ich glaube, da war etwas aus der Reihenfolge. Ja, ich glaube, die stimmt nicht mehr ganz. Da, jetzt ist die Tür wieder zu. War hier oben noch was? Nee. Vatikan. Mew hat ein Junges geboren. Ach ja, im Übrigen, wir nennen es Mew. Ein neues Pokémon namens Mewtwo. Ich nenne es einfach Mew. Komm. Ich glaube, auf den alten Versionen konnte man nicht mal sehen, ob die Schalter jetzt an waren oder nicht. Ja, das stimmt. Ziemlich kacke. Wieder Schutz. Da ist noch ein Schalter. Ganz schön viele Start-up-Items gerade hier. Ja. Könnte ich demnächst mal verwenden. Obwohl, die geben ja eigentlich auch nur EVs dazu, die Items, deswegen würde das bei vielen gar nichts mehr bringen. Nee, jupp. Magnelilio. Da muss der Schnösel ran. Ha, hat keine Wirkung auf Schnösel. Nicht so toll vorgesprungen machen. Und das auch ein Voltoball zum guten Abschluss. So, die Leiter. Kommt auch immer irgendwie so rüber, wenn erst so ein starkes Pokémon einsetzt und dann so, ach ja, die Typen, da habe ich auch noch. Töte sie bitte auch noch. Das erinnert mich schon wieder an so ein Bild. Da ist dann so, Annie hat so ein Generation 3 Pokémon, hat sie halt da stehen. Und das ist so ein blödsinniger Angler, der hat halt so ein kaputtes Karpador vor sich liegen. Ne? Wieso kann ich jetzt bitte gehen? Ich will den Rest seiner Pokémon nicht auch noch zu Tode quälen. Und so, nein, du besiegst meine restlichen 5 Karpadors auch noch. So, ich glaube, eins von den beiden schickt mich zurück an Anfang und das andere schickt mich weiter. Ja. Ich geh mal hier lang. Das war nicht gut. Mal wieder den Schalter drücken. Den Schalter drücken, damit ich oben wieder zurück kann. Wer würde es nicht tun? Das ist immer diese... Ich liebe rhetorische Fragen. Radikal, wer würde es nicht fangen? Mittlerweile weiß man, dass nur Radikal ist Level 36 kommen, wenn es weiß ist. Alles andere wird wohl abgeblockt. Das Slimog vorhin war halt auch 32, also... Doof. Dann dürfte es jetzt auch nicht mehr kommen. Du. Noch ein... Oh, Elektroball. Aber jetzt hat erstmal 34. Ich glaube 35 lernt es... Oh ne, ich glaube Windhose oder so ein Rotz. Was macht noch? Da wollte ich ja... Da ist der Schnösel ja gar nicht so nützlich. Was soll's? Carbon ist auch noch... So. Sind ja auch fast schon wieder mit durch, bin ich mir sehr sicher. Ja. Noch ein Radikal. Oh, 38. Oh! Supi. Autsch. Ich würde jetzt gerne entkommen, danke. Wie geht von dir gerade so ein Schnarren aus? Im Ernst? Ja. Nein! Doch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Mikro aus, das kann gar nicht von mir kommen dann. Ich habe mein Mikro gerade ausgemacht, um es zu testen und es kam scheinbar immer noch. Also. Oh, Moment. Ja, hoffentlich besser. Ja, wir müssen Fukano schlachten. Geht los. Bonita, weg damit. Stopp. Ich bin mir sehr sicher, dass auf der alten Version hier
Eine TM-Lage. Es war entweder Blizzard oder Eisstrahl. Eins von beiden. Egal. YouTube wird immer stärker. Unkontrollierten Wutausbrüche, bla bla bla. Gab's nicht im Poker aus Donnerblitz? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwo gab's drum. Früher gab's, glaube ich, also Solarstrahl gab's hier definitiv. Da gab's natürlich. Damals noch die stärkste Pflanzenattacke. Ja. Nachdem es hier keinen Blättersturm gibt oder so, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Blättersturm. Ich glaube, diese, die nur die Stab-Pokémon lernen können, Attacke. Keine Ahnung. Da auch so eine fette Super-Attacke, ich glaube. Ach ja, diese Fauna-Statue, genau, die wir hier über. Genau, das gibt's noch. Ich finde Blizzard, okay. Das ist natürlich toll. Das wäre noch toller, wenn mein Lapras noch leben würde. Obwohl. Weil Blizzard, glaube ich, eine der mit dem wenigsten Genauigkeit ist, oder? In diesen starken Attacken. Hat, glaube ich, genauso wenig wie Donner oder. Hydro-Pumpe, glaube ich, mehr. Und Solarstrahl, siehst du. Solarstrahl gibt es ja auch noch. Ach, das kann ich irgendwo Donnerblitz. So, und wir werden ausnahmsweise mal ein Fluchtseil verwenden. Und auch dieses Seil, das. Ja, man ist einfach sofort wieder draußen, das macht Sinn. Muss es nur in der richtigen, in den richtigen Weg bewegen. Dann genau, man muss sich schnell genug drehen, dann funktioniert das auch. You spin me right. Hat noch aufgekoppt, dass du oben aus dem Dach. Oder aus der Höhle, das ist natürlich auch noch besser. Höhle kletterst du einfach raus. So, teilt mir die Arena. Gibt's ja diesen Quiz-Bullshit, ne? Ja. Mir egal. Die du, wenn du trainieren willst, einfach alle verhaust. Oder kannst du den Trainer sogar direkt sprechen oder so, wenn du kämpfen willst? Ich spiele die Nuzlocke-Challenge. Alle Erfahrungen, die ich haben kann. Ja, das ist immer. Vor allem ohne Grinden. Da, Windhose. Hohoho. Ist Drache hier nice. Auch noch? Ist Drache hier physisch, psychisch? Physisch. Oh toll, das ist ja besser als Biss, ne? Wahrscheinlich, ja. Vor allem, weil es. Ach nee, ist kein Stab, ist Quatsch. Siegfried, wieso verwirrst du mich? Was Garados, das hätte eigentlich. Das könnte mindestens drei Typen haben. Ja, Flug verstehe ich einfach immer noch nicht. Ich auch nicht. Es hat so riesen Flügel, deswegen. Ja, ich frage mich, warum das Teil überhaupt fliegen kann. Es wird halt aus einem Karpfen entwickelt, also wird es eindeutig zu einem Flug-Pokémon. Das hat auch Sinn, wie aus so einem kleinen Mistvieh so ein richtig fetter Scheißdrache entstehen kann, also. Oder Glurak hätte auch Drache sein können, das wäre nur für ein Start-Pokémon vielleicht ein bisschen zu heftig gewesen. Ah, Erika geht steil, Mann. Ha. Huh. Ich hab gerade zufällig auf Pokewiki herausgefunden, dass es, dass bei dir Entei rumläuft irgendwann. Oh. Zufällig, scheinbar. Huh. Das wusste ich auch. Ein Galopper. Oh, ein kaputtes Galopper. Ponita und Galopper, die geben scheiß viel Erfahrung. Ja. True Story. Das hat eben 1700 XP gegeben. Mir ist gut einer abgegangen. Sophie. Das freut mich für dich. Ja. Sag's nicht. Ich finde schön, dass du so empathisch bist und mit mir fühlst. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hasse das, mich auf so einen langsamen Speed zu bewegen. Wie habe ich das damals nur durchgehalten? Ohne Turbo-Modus. Ohne Turbo-Treter, ohne Fahrrad. Alex, wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nie. Ja, wirklich. Also ich könnte nicht mehr ohne Turbo-Treter rumlaufen. Ich auch nicht. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Ach, you don't say. Ja.
Das ist jetzt eine ganz neue Info. Vielleicht solltest du mal Eirika einsetzen. Ich glaube, der wäre gar nicht. Ja. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Garados ist Wasser-Pokémon, oder? Ich hörte davon. Oh. Ach, Mann. Oh, Feuersturm. Ja, das ist ja seine Super-Attacke hier, Feuersturm, ne? No. Klopper. Lol, das benutzt Sprungfeder. Aber ich glaube, es gibt. Er gibt dir aber Hitzekoller, glaube ich, oder? STM. Das weiß ich nicht. Holy shit, 47. Eirika heilen möchte. Oh, 47 gegen 37, es wird, glaube ich, trotzdem spannend, was er jetzt einsetzt. Bodycheck. Tut weh. Zum Glück tut er sich auch weh. Ich glaube, ein Hypertrank wäre ganz angenehm. Ja. Perfekt. Feuersturm, nochmal und das war's. Ja. Der erste Pokémon-Spiel, das über 2000 XP gibt. Eigentlich. Yes. Achso, jetzt habe ich den Kampf ja auch mit Turbo durchgemacht. So, ich habe jetzt TN Feuersturm, also doch nicht Hitzekolle. Hm. You fail! Ich hätte oh, schneller. Das ist dieser Vollidiot von Bill. Hey, hallo! Was geht? Lass auf eine Bootstour gehen. Ich will dich kennenlernen. Wie wär's, wenn du mitkommst? In das Hostel. Eine kleine Insel. Freund hat mich eingeladen, da gibt's hier. Nein, ich wollte eigentlich nicht mitkommen. Hitzekolle findet man scheinbar in der Siegerstraße. Ich kann ihn ablehnen, ich kann ihn abblitzen lassen. Im Ernst? Ja. Aber er bleibt jetzt hier im Pokémon Center und wartet, bis ich ihm sage. Ja. Lässt du ihn vergammeln und machst nebenbei so die Siegerstraße fertig und die Arena fertig. Da kommt man also wieder, hey, das Training, das wird dir helfen, Pokémon-Meister zu werden. Oh, warte, du wolltest doch noch mit mir irgendwo hinfahren. Dann sagt er so, das Training, das wird dir gut helfen zu deinem Ziel als Pokémon-Meister. Und dann, way ahead of you. Nee, komm, ich fahr mal mit hin. Ne? Wollen wir mal nicht so sagen. Echt? Na. Der Freddy, du hast keine Turbo-Treter. Ja, dann fahren wir mal. Ja, erst muss er noch. Gar nicht abgeben. Schnell. Das muss er ein bisschen angeben, wie er so. Ja, das habe ich extra zur Sinnoh-Insel geschickt, damit es mich abholt. Ja. Hier, tolles Boot. Siehst du meinen Penis? Celio, was für ein Name. Jetzt kommt dieser Crap mit dem kaputten Teil, oder? Hallo Celio, der sieht irgendwie aus wie Major Bob. Oh, warte mal. Oh Mann. Bla bla bla. Erzählte ich schon bla bla bla. Du bist schon eine Arzo. Wofür ist der Meteorit? Wo kommt das nur her? Ich muss schnell allein unterhalten. Und dann fährt er mit dem Fahrrad. Ohohoho. Zum Glühweg. Ja, jetzt ist es sogar weg. Ja. Kann natürlich hier erstmal wieder so einige Einheiten Massaker verursachen. Die sieht interessant aus. Oh, was ist deine Trainerin? Ach so, ne. Ah. Anton. Stärkstes Pokémon im Spiel. Auf jeden Fall. Verliert eine Menge von seiner Stärke, wenn sich zu Entoron entwickelt. Du hast leider keinen anderen. Blockiert. So. Nicht mehr blockiert. Ich bin schrecklich, hat sie gesagt, hast du das gehört? Hast du das gehört, Alex? Sie hat gesagt, wir sind schrecklich. Kann ich nur nicht bestätigen. Huch. Ach ja, ich darf hier wieder aufs Fangen. Oh, ein Tentacher. Da ich hast du aber dein Fangen perfekt eingesetzt. Wären bestimmt keine guten Pokémon dann irgendwann im Gras gekommen. Zum Nerven gehen den Ball. Na siehst du. Wenn es sein muss. Tentacher. Weiblich. Zahlen.
So, so heißt mein Tentacher. 1 von 9999. Toll. Das ist der Glühweg. Hier gäbe es bestimmt Feuer-Pokémon, da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, hier gibt es auch Ponitas. Schade. Ich habe leider gerade meine Chance verspielt hier. Hättest du jetzt wenigstens einmal reinschauen können, was du gekriegt hättest, wenn du nicht auf den Tacher gestoßen wärst. Achso, okay. Ich dachte, ich hätte hier auch Tentacherstärchen treffen können. Das wäre natürlich. Ja, das wäre. Das wäre ultra trollig gewesen. Oh, Pikachu und ich lasse Gyarados drin. Ich bin ja so mutig. Ich habe gewandelt. Diese Steine, ich weiß, was sie bedeuten sollen. Nidoking. Und Nidoking hat auch nicht mal Nidoking. Tja, er hat da keine Mondsteine. Aber er hat einen Radikal. Level 36, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin mir fast sicher, dass ich weiß, was er hat. Auch kein bisschen trainiert, der Wichser, ne? Oh, ich habe Wichser gesagt. Entschuldigung, tut mir leid. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh. Ich kann mal wieder Goodbye einsetzen. Guten Einkauf. Was darf man jetzt? Ein Trainer. Bla 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 bla. Redet so viel. Redet so viel. Ein Austausch. Hey, Tilo, du bist dran. Jetzt sind sie langsam auch auf dem akzeptablen Level. Schluck Level 38, noch kein Turtok. Sollte ich Pokémon nicht entwickeln, ne? So irrational. Tja. Ich glaube, Ewigstein ist nicht so ein seltenes Item, wie dieser eine Typ mit den 40 Pokémon meinte. Surfer. Ach ja, was war es jetzt gerade eben, was da gelegen hat? Schutz, genau. Ah. Ja, wir haben Schutz. Wow, geil, cool, toll. Doppelkampf. Doppelpass. Nicht ganz. Nein. Ja, wenigstens erstmal auf beide Bedroher drauf. Weh. Tatsache. Aber die sind kaputt. So. Edgar fällt so weit zurück. Wie bitte? Edgar ist Level 43. Das ist sein Starter-Vieh. Power ist Level 48. Aber jetzt scheinbar immer noch keinen neuen, ne? Das auch Doppelkampf werden, oder? Ich glaube nicht. Nee. Huch, da habe ich schon wieder keine AP mehr in Surfer. Oh, wie schade. Hat sich einfach Drachenwut. So viel besser als Windhose. Oh, ist eine Hydropumpe lernt. Nein. Wobei es, glaube ich, immer noch besser als Windhose gewesen wäre. Ich glaube, das stimmt. Verdammt, ich glaube, du hast recht. Und, Drachenwut macht 40 Schaden und Windhose hat 40 Stärke. Also. Irgendwann wird es wohl hoffentlich mehr machen. Wie weit geht denn das hier noch? Was war das Feuer in dir? Glut-Therme. Da ist, glaube ich, nichts drin, außer. Okay, ich glaube, da konntest du dich heilen oder so. Ich glaube auch. Ja, genau. Ja, wenn du in das Wasser reingehst, wirst du geheilt. Ja, ich sehe eindeutig, wie glatt. Ist ja. Sie und das Team fühlen sich erfrischt. Da, alles geheilt. Wunderbar. Das könnte ich direkt als eine Art Pokémon-Center werten. Quatsch. Ach ja, ich weiß. Sprich,
genau, warum ich hier bin. Gibt's hier Kaskade? Nee. Nein, das ist der Trümmerer. Oh. Ja, das ist schön. Oh. Er hat zur Trümmerer eingesetzt, wieso können wir das nicht? Echt? Er hat die Pokémon vergessen. So, das geht wieder der Siegbert. Die Siegbert ist einfach so ein toller Freundsklave. Oh. Oh, du vergisst einfach mal Geheimpower. Konnte es Geheimpower so oder hast du ihm das mit einer TM beigebracht? Ja, hab ich mal mit TM beigebracht. Supi! Hat viel gebracht. Ach ja, wir wollten jetzt hier das als Pokémon Center gelten lassen. Also, Pokémon Center. Oh, ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Jetzt, wo wir geheilt sind und so. Ach, ein Pokémon Center. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, glaube ich. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ihr noch Lust habt. Ja, doch. Also. Ja. Das, ihr wenn wisst ich ja, was jetzt mit nicht mittlerweile schon alle Zuschauer verscheucht habe, dann vielleicht. Ihr wisst, was mit Leuten passiert, die nicht weitergucken, ne? So. Naja. Sagen wir mal, diese Hostel-Anspielung von vorhin war nicht umsonst. So. Naja, ich meine, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.